Moin, Herr Schollowun, willkommen zurück zu Visera Cleanup Detail in Incubation Emergency. Wir hatten hier schon ein bisschen sauber gemacht, das war schon ganz gut. Jetzt müssen wir schauen, wo wir noch hin müssen. Den können wir noch mitnehmen. Den anderen können wir wegmachen. So. Ich muss das auch noch ein bisschen einlagern, aber erstmal gucken wir mal weiter. Ein bisschen was haben wir ja schon aufgeräumt, sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir nach oben, glaube ich, ne? Wir gucken. Moment, hier ist noch dreckig. Ich habe das nicht sauber gemacht. Habe ich das vergessen? Kann sein, dass ich es vergessen habe. Wo habe ich denn noch einen Eimer stehen? Hier vorne? Nanu. Da steht noch ein Eimer. Okay. Gut. Gut, dass ich das noch gesehen habe gerade. Ich hoffe, ich habe alles erwischt hier. Müsste aber eigentlich, ne? Ja, doch, müsste sein. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Oder nach unten? Ich weiß gar nicht. Es geht nur nach oben. Oh yeah, das könnte interessant werden. Ich hätte noch ein bisschen Eimer mitnehmen müssen. Da liegen noch ein paar Kollegen rum. Wo geht's denn? Ach du meine Güte. Okay, können wir hier noch? Nein, die Tür geht nicht. Okay. Ist das, wir kommen hier hin? Ist das der letzte Rest hier, oder was? Das letzte Stück hier? Das ist aber merkwürdig. Warum ist das nur so eine kleine Ecke noch hier? Was ist das? Alien Embryo. Achso, die müssen wir da einsetzen. Light Bulb. Okay. Das heißt, wir brauchen hier noch ein paar Kisten. Und, Wasser. Dann gehe ich mal da unten und hol mal ein bisschen was. Okay. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir da noch ein bisschen was haben. Wir haben auch noch die ganzen Texte zum Lesen. Tablet habe ich wieder parat. Das heißt, wir können dann wieder lesen. Müssen wir mal schauen. So, wir brauchen erstmal Wasser. Ich würde sagen, ja, weiß nicht, drei Wasser erstmal und zwei Kisten vielleicht. So, Platz haben wir hier nämlich nicht. Und dann müssen wir oben gucken, dass wir den ganzen Kram noch runterbringen. Ich würde sagen, wir schmeißen die Kisten und die Platten und alles, was hier weg muss, schmeißen wir gleich runter. Und dann wird noch ein bisschen geputzt. Und dann müssen wir nochmal alles nachsniffen. Ich hoffe, dass das dann okay ist. Das wäre aber ziemlich schnell, weil eigentlich soll das so 3 Stunden dauern, oder nicht? Deswegen irritiert mich das ein bisschen. Aber gut, das wird noch ein bisschen dauern, weil wir noch die ganzen Embryos einsammeln müssen. Das finde ich auch interessant, weil wir müssen die da rausnehmen und müssen die dann hier einsetzen. In die Brutkästen. Hier rein, glaube ich? Ja, ich glaube die hier, ne? Ich glaube ja. Bin mir nicht sicher, obwohl. Ich glaube eher in den Dingern hier. Huxley Technologies. Ich glaube hier. Da ist eine Lampe zum Beispiel drin. Hier nicht. Da muss eine Lampe rein. Die ist kaputt. Und dann muss hier ein Embryo wahrscheinlich rein. Okay. So, warte. Wir brauchen noch 2 Kisten. Die sind drüben. Hab ich noch welche am Start? Jo, habe ich noch. Gut, 3 Stück. Ich hoffe, das reicht für oben. Wobei, wir müssen 2 Kollegen da einsammeln. Das heißt, das wird gleich schon der Voll sein. Ja, dann gib mir 3. Machen wir 3, 3. Passt schon. Ich weiß noch nicht genau. Kistenmäßig wird wahrscheinlich noch mehr gebraucht. Wenn wir das so angucke, die stelle ich nochmal dahin, damit du nicht im Weg stehst. So. Oh. Bin ja froh, dass das hier ganz gut hingehauen hat. Da sind wir gut vorangekommen letztes Mal. Und ja, jetzt gucken wir, dass wir den Rest da oben noch fertig kriegen. Da müsste man da nochmal sowas sehen können. Ach, da kannst du sogar was sehen, dass es da nach oben geht. Siehst du da den Raum? Sieht man. Ich war mir nämlich nicht sicher. So. Okay, dann wieder ab nach oben. Ist der Finger oben? Wird man nicht loben, oder wie war das, ne? So. Auf jetzt. Okay. Wo stellen wir den mal hin? Hier? Da steht schon einmal was, da habe ich gar nicht gesehen. Okay, wir nehmen das mal vorsichtig mit.
Dann könnte es vielleicht doch reichen, das Wasser. Okay, das Wasser nehmen wir mal mit. Und dann laden wir gleich ein paar Sachen ein, die nach unten müssen. So. Ich habe den Laser, glaube ich, nicht dabei, ne? Den habe ich, glaube ich, nur unten. Dann werden wir gucken. So, das packen wir jetzt mal hier rüber. So. Können wir das hier hinlegen? Passt schon. Okay, du kommst hier noch raus. Da muss ich dich, Kollegen, gleich reinpacken. Warte mal. Können wir dich so gekonnt nehmen und dann da so. Na, fast. So. Oh nein, nicht gut. Hast du dich beruhigt? Ja, hast du. Gut. Oh, Backe. Das ist ungünstig. Der mag das, glaube ich, nicht, ne? Nicht gut. Das ist ganz schlecht. Das heißt, ich muss jetzt gleich nach unten fahren und den direkt. Mist. Okay. Abwärts. Das ist ungünstig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gehofft, dass das nicht passiert, aber der macht schöner Mist hier. Wir müssen gleich. So. Jetzt macht der Breakdance da drin. Das ist nicht so toll. Und saut mir hier gleich wieder alles ein. Na toll. Ich glaube, der Wassereimer ist auch schon dreckig, ne? Ja. Dann direkt weg. Hier. Direkt hinterher. Wow, da bin ich schon eine Kiste los. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, machst du mal schön voll. Nope. Geht nix. Das geht, das geht. Oh Gott. Diese Metallplatten, ne? Die sind ein bisschen nervig immer. So, aufwärts. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass der hier Breakdance veranstaltet. Jetzt habe ich wieder rumgesaut. Toll. Mist. Können wir gleich wischen hier. Wir wischen das gleich mal weg. Damit ich hier nicht durchlaufe. Denn das muss nicht sein. So. Na komm. Warum geht das nicht weg? Jetzt. Schon angetrocknet hier, wa? Das liegt schon länger hier, glaube ich. Sind wir noch grün? Ne, wir sind noch. Okay. Hab ich alles erwischt? Ich hoffe es mal. So, dann hier den Kollegen noch ein bisschen sauber machen. Gut. Gut, gut, gut. So, jetzt kommt Kollege Nummer 2 dran. Ich hoffe, der ist ein bisschen einfacher zu handeln. Ah, noch nicht ganz. So. Die sitzen da nicht so gerne, ne? Das ist andersrum bei dem anderen besser gewesen. Bei dem anderen Einsatzort. Da gab es nicht so Probleme. So, da können wir wieder was lesen. Ich packe das aber erstmal weg. So. Dahin. Ich muss alles nach unten. Ich weiß gar nicht, was wir mit den Cryogenic machen. Warte mal, haben wir hier oben vielleicht irgendwas Cryogenic-mäßig? Vielleicht muss es hier oben hin. Also wenn hier was ist, sehe ich es nicht. Vielleicht da drunter. Kann ich nicht sehen. Boah, hier sind noch so viele Kisten, ey. Wir sollen das alles wegschleppen. Und wo soll ich das alles hinpacken? Nach unten, ne, nach weiter. Da drüben geht's nicht mehr. Okay. Das wird noch ein Krampf. Guck mal, wie viele Kisten hier noch sind. Wie soll ich das alles da unten reinkriegen? Das wird jetzt echt herausfordernd langsam. Das muss ich wieder alles stapeln, ne? Bis zum geht nicht mehr, habe ich das Gefühl. Oh je. Damit. Erstmal da drauf. Wir stellen es einfach so hin, dass es einigermaßen passt, hoffentlich. Nicht perfekt, aber okay.
So. Das kommt auch noch weg hier. Kann ich das hier noch so zwischenlegen? Ja, geht. Ich muss nur gucken, dass ich noch an den Schalter komme. Das wäre noch wichtig. Da drin ist noch viel mehr mitzunehmen. Oh, Backe. Das wird noch ein Spaß. Das ist ja noch alles Pipifax hier, hätte ich beinahe gesagt. Das sagt heute auch keiner mehr Pipifax, ne? So. Passt. Okay, zack. Rauf da. Das wird langsam ein bisschen eng. Gehen wir da noch ein bisschen hin. Kann ich das ein bisschen höher stapeln? Okay, das geht. Ich hoffe nur, dass das gleich unten heil ankommt. So, noch Fässer. Oh je, das geht nicht mehr, glaube ich. Ich stelle es mal hier hin. Leg das mal hier hin. Lass das nur mal kurz da liegen. Dann nehmen wir die Sachen noch. Ich würde die gerne noch mit drauf schmeißen, aber ich komme da, glaube ich, nicht mehr ran dann. Das müssen wir jetzt mal unten ausladen. Und da liegt auch noch ein Rest. Ich nehme mal gerade die Kisten und stelle die alle vor die Tür. Dann können wir gleich rüberfahren und dann nochmal eine Etage, eine Ladung mitnehmen. Eine Etage lieber. Die Beutel machen mir Sorgen. Weil, guck mal hier, das sind ganz schön viele. Da ist einer, da, hier, da. Da sind noch welche. Die müsste ich eigentlich alle in die Kiste schmeißen. Muss mal gucken, ob wir die vielleicht da irgendwie reinkriegen. Weil ich habe das Problem, wenn ich die so hinschmeiße, dann saut das alles ein. Und ich möchte ungern noch mehr sauer machen. Aber andererseits möchte ich nicht unbedingt noch mehr Kisten holen. Also muss ich mir noch was einfallen lassen. Ich weiß nicht, wo ich dieses Cryogenic hinpacken soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier hin sollte, aber sicher bin ich mir leider nicht. Das wird ganz schön viel noch. Hier, guck mal, wie viele Kisten hier noch zusammenkommen. Uff. Ich hoffe, ich kriege das da unten vernünftig unter, weil der Platz war jetzt nicht so groß, glaube ich. War ehrlich gesagt ziemlich klein da unten. Hier ist noch so viel Kram zum Wegräumen. So, da haben wir noch eine Kiste, da sind noch Fässer und da ist noch eine Kiste. Was kommt hier rüber? Oh je, die ganze Ecke ist noch voll. Ich weiß nicht, wo ich dieses Cryogenic hinpacken soll. Ich habe keinen Med Storage gesehen. Mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht schredder ich es auch einfach. Ich schmeiße es einfach mit in den Ofen oder so. Die Dinger müsste ich ja auch da oben schmeißen, weil die sind nicht toll. Die sind ehrlich gesagt eher nervig. So, komm her hier. Okay. Zack. Dann, ah, hier kommen wir noch. Da ist noch ein Schweißgerät, da habe ich gesehen. Dann brauchen wir ja keins aus dem Keller holen. Passt da schon. So. Kiste, die beiden Fässer noch und dann ist hier auch alles weg. Ich bin überlegen, ob ich noch gerade den ganzen Müll einsammle. Dann habe ich das aus den Kisten auch weg. Dann kann ich hier gleich alles ja, fit machen. Und dann sind wir hier oben auch fertig, ne? Wenn wir das hier durch haben. Dann müssen wir alles noch sniffen. Ich hoffe, das geht schnell vonstatten. Und dann haben wir es schnell geschafft. Wir haben so schnell möglich gearbeitet und, naja, mehr oder weniger sauber gearbeitet. Das müsste dann hoffentlich gehen. So. Ist da was drin? Nein, das ist leer. Gut. Ich schmeiß mal den ganzen Mist hier rein. So. Das hat ja wieder gut funktioniert. Da ist alles umgeschmissen. Da ist noch ein Tablet, das müssen wir mitnehmen. Da sind noch Sachen. So. Okay. Da ist noch Müll. Tablet müsste ich gleich lesen, dann kann ich das eigentlich direkt wegschmeißen. Na komm her hier. So. Okay. Da hatte ich doch noch Müll, habe ich gesehen gerade. Hier. Komm her hier. So. Weg damit. Tablet. Liegt auch noch Müll rum. Ich wusste, da liegt noch irgendwo Müll rum.
Okay. Einmal Wasser. Tablet. Müll hatte ich hier weggenommen, da drüben hingelegt, ne? Okay, zwei Tablets haben wir hier zum Lesen. Gehen wir mal hier hin. Oh, was steht hier auf den Kugeln? Ja. Ungünstig. Ungünstig, ungünstig. So. Ich frage mich, ob die Kugeln, die hier liegen, mit den Löchern, die in der Wand sind, übereinstimmen. So. Das noch weg, das noch weg. Okay. Da ist noch eine Kugel. Hier ist nichts mehr. Gut, 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 gut. Zwei Dosen noch. Okay. So ein Stick. Hier liegen noch so Reste. Okay. Oh je. Ich glaube, wir nehmen das so, wie es ist, mit. Sonst macht sich das nachher alles vom Acker. Ah, da ist noch mehr Müll. Denn, das muss auch nicht sein. Stellen das mal hier vorne hin. So. Okay. Das können wir hier rüber. Wie passt denn hier rein? Wenn ich den hier mitnehme. Einer. Zwei. Ja, zwei Kiste. Uff, das ist aber nicht gerade wenig, nicht gerade viel. Noch eine Kiste, noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Ja, ist noch viel mehr. Na gut, da müssen wir gucken. Das wird ja spaßig dann jetzt hier. Okay, kann ich mich hier durchmogeln? Oh, oh. Ich komme hier nicht rüber. Jetzt geht's. Okay, geht, geht. Abwärts. Okay. Ich lade erstmal hier aus, würde ich sagen, einfach. Ich muss das dann später rüber sortieren. So. Ja, das wird doch spaßig. Da oben ist auf jeden Fall, also mindestens noch zwei Fahrstühle, glaube ich, die nach unten fahren muss. Kann ich gleich noch Kisten holen und die hier wieder hinpappen. Uff. Das ist eine Menge Material hier. So. Das geht direkt weg. So, und tschüss. Dann geht der Kollege gleich noch weg und dann geht's gleich wieder nach oben. So. Guck mal. Oh nein, nicht raus. Und, wobei, ich könnte hier natürlich rausziehen. Oder soll ich ihn rausziehen? Dann könnte ich die Kiste noch mitnehmen. Ja, komm, jetzt zieh dich da raus, Kollege. Komm her hier. Ja, wir haben perfekt gearbeitet und haben jetzt wieder rumgesort hier. Die Idee war gut. Umsetzung eher weniger. So, dann kann das wieder nach oben. Ich brauche noch zwei, glaube ich, ne? Holen wir nochmal zwei. So, ich hoffe nur, da kommt nichts raus. Okay. Oh nein, genau das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Ich wische es jetzt gerade mal nicht, weil ich befürchtet habe, da kommt gleich noch was raus. Oh. Okay. Oh, alles in Ordnung, okay. Na gut. Wasser haben wir noch genug da oben, glaube ich. Dann nehmen wir erstmal zwei Kisten noch mit, beziehungsweise drei haben wir dann. Das sollte wohl hoffentlich reichen. So. Mit ab nach oben. Eigentlich ist ja oben ja nicht so viel. So. Aber alles halt auf.
Auf kleinem Raum halt, ne? So. Das geht dahin. Ich nehme die erstmal hier rüber. Stell die dahin und dann lade ich erstmal den Fahrstuhl wieder voll. So. Okay, los geht's. Und rein damit. Na komm schon. Das steht nicht super, aber ich hoffe, okay. Das ist echt ein bisschen klein hier, ne, der Platz. So, dahin. Fässer gehen ganz gut hier, muss ich zugeben. Kisten eher nicht so. Na komm, zack. Und zack. Das hier oben drauf. Muss ich so viel wie möglich reinkriegen. Ich glaube, das schmeiße ich weg, oder? Diese Bälle, die sind ein bisschen nervig, muss ich zugeben. So. Noch so eine Riesenkiste. Kann ich dich da draufstellen? Passt. Wow. Okay, nice. Noch mehr Fässer. Oh, oh. Okay. So. Ja, diese Cryogenic-Eimer weiß ich noch nicht genau, wohin damit. Ist mir noch ein Rätsel, wo ich das hinpacken soll. Wenn ich das alles in den Fahrstuhl kriegen würde, wäre das toll. Kann ich dich mit nach vorne nehmen? So, ja, auf den Knopf drücken kann ich noch. Gut. Sollte klappen. Na gut, dann dahin. Nicht da vorstellen. So, da geht's. Okay. Das. Ja. Komm schon, das muss da jetzt noch irgendwie reinpassen. So, rein damit. Rein damit. Und rein damit. Sehr gut. Wo habe ich denn die Kiste, die voll ist? Ah, die habe ich schon mit runtergenommen. Dann mach's. Ne, hier. Da. Die kann ich aber nicht mehr mitnehmen. Da hat kein Platz mehr übrig. Okay, nur noch die Tablets hier. Knopf drücken. Abwärts. Ich komme gerade. Gut, das hört sich gerade an wie ein Staubsauger. Ich komme mir so ein bisschen vor wie einen rappelvollen Fahrstuhl, ne? Fehlen nur noch die Leute, die drängeln hier. Aber in dem Fall sind es Kisten. So. Und das wird noch Spaß hier. Oh, Backe. Ich mal gucken, wie viele Kisten das noch sind. Ich muss das alles da irgendwie zusammensortieren. Ich schmeiß aber erstmal hier auf den Haufen. Und hier müssen wir es später. Genauso wie das Zeug. Hier weiß ich noch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Weil ich da keinen speziellen Storage für habe. So. Einmal kissenmäßig alles weg jetzt, glaube ich, ne? Fässer auch. So. Geht das noch weg? Und dann müssen wir jetzt oben gleich noch ein bisschen klar Schiff machen. Da kommen wir hier. Da. Aufwärts. Da denkt man, da hat man schon richtig Platz geschaffen und ja. Dann kommst du hier hoch und hier ist alles auf einem Haufen. So, ich könnte natürlich die auch nach unten bringen. Wow. Oh nein. Lass das. Nach unten bringen und dann leer machen und dann wieder nach oben bringen. Das würde auch gehen. Na, gucken wir mal. So. Gucken wir mal nach unten. Ach, der hat auch noch eine andere Form hier, ne? Krieg ich den da noch drauf? Oder passt das nicht? Echt übel hier. Ich hoffe nur, das macht sich nicht vom Acker alles. So. Einstellen, passt. Nächste Kiste.
die Kisten reichen nicht. Komm her, Kollege. Weg. Und rein da. Oh Backe, das ist ein bisschen schwieriger, weil das genau umgekehrt ist jetzt hier. Das geht noch irgendwie, ich hoffe mal. Nicht gut. Das könnte noch Probleme geben. Ah, jetzt ist es offen egal. Nein. Genau das wollte ich nicht. Eieiei. Also die langen müssen nach unten eigentlich. So. Okay, komm her, ihr Kollege. Ah. Rein damit. Jetzt soll ich wieder rum. Kleines Polster, so. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Diese Dinger nerven echt. Und ich sau hier schon herum. Dann gehen die da nicht rein. Das geht nicht. Ist egal. Okay, krieg ich das da hin? Jo. Dann gib mir den noch mit. Okay. Uff. So. Genau das wollte ich nicht. Was ist das denn wieder für ein Mist hier? Das Ding macht Breakdance. Ab nach unten. Mist. Das ist genau das, was ich nicht will. Oh je. Jetzt haben wir schon eine Breakdance-Kisten. Okay, weg damit. Ich hoffe, die Kiste ist noch da. Warte mal, stell dich mal ein bisschen zur Seite gerade. So. Das steht gerade ein bisschen im Weg. Ah. Guck mal, du blöde Breakdance-Kiste. Dass hier so ineinander geglitscht, dass es nicht weggeht, ne? Ne. Na, das geht nicht anders. Na gut. So, dann komm mal her. Wir haben da oben noch mehr. Da sind, glaube ich, noch zwei oder drei. Ich glaube ja. Da haben wir ein bisschen was zu tun. So. Jetzt muss ich das hier dekontaminieren. Weil das auch auseinandergefallen ist. Also so optimal ist es leider nicht. Mit dem Transport. Aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem irgendwie einigermaßen weg hier. So, das ist hier wieder ganz komisch transportieren. Hier, supi. Okay. Dann haben wir noch die letzten beiden. Ja, die letzten beiden Kisten. Oh, Backe. Schön hier geblieben. Dann haben wir das auch gleich weg. Dann muss ich gleich nochmal zwei Kisten holen. Okay. Sehr gut. Ich bin froh, dass das nicht so lange dauert, bis es weg ist. Und noch eine. Die ist okay hier. Die muss ich zugeben. Ist am besten von allen gepackt, die Kiste. Dann haben wir das auch gleich weg. Und rein. Passt. Sehr gut. Okay, nehmen wir noch zwei Kisten. Okay, zwei Kisten mit. Und dann geht's wieder ab nach oben. Komm mal hier. Und dann haben wir das da oben durch. Oh, komm ich auch gleich. Oh nein. Sehr schön. Erstmal ordentlich Sauerei machen.
Perfekt. Na gut, ich räume das erstmal ein bisschen auf, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.